Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3. Wir befinden uns jetzt hier in der zweiten Mission der Untoten-Kampagne, die nennt sich Totengräber. Und das Ganze spielt am nächsten Morgen am Rande von Anduril. Startet dann natürlich mal wieder mit einem Intro, das schauen wir uns auch wie immer gleich mal an hier zum Anfang. Was zum Teufel ist das? Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord. Aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn. Brechen wir auf. So, da befinden wir uns jetzt auch in der Mission. Sprecht, Dummkopf. Jetzt haben wir hier auch ein paar neue Einheiten. Das sind die Fleischwagen. Das ist sozusagen das Katapult der Untoten, also was bei den Menschen jetzt die Mörsertrupps waren, die hier, die einzige Besonderheit, die noch haben, zusätzlich, die können natürlich Kadaver aufnehmen und lagern. Die können wir dann irgendwo anders im Schlachtfeld wieder rausschmeißen, können dann unsere Ghouls auffressen und wieder Lebens regenerieren oder unsere Necromancer, beleben die wieder, machen daraus Skelette, lassen die dann für uns kämpfen. Niemand erteilt mir ja, Befehle. Gut, in dieser Mission jetzt müssen wir diesen Kel'Thuzad, den wir in der Menschenkampagne umgebracht haben, jetzt wiederbeleben. Der liegt im Friedhof. Der befindet sich, glaube ich, ungefähr hier. Da müssen wir uns ja noch erstmal hindurchkämpfen. Und danach, naja, gut, das kann man jetzt eigentlich noch nicht wissen, was danach passiert. Von daher gehen wir jetzt erstmal zu dem Friedhof und suchen den Kel'Thuzad. Und da der Mythos of Playing Fan Pilzarmee unbedingt wollte, dass wir die Einheiten von den Untoten mal ausrasten lassen, machen wir das jetzt auch mal. Hier ist jetzt auch ein bisschen Zeit. Hier sind wir halt nicht überhaupt nicht bedrängt. So, schauen wir mal, was der Ghoul macht. Ich esse tote Menschen. Ja, das ist sehr schön. Ich grüße dich. Naja, gut. So hungrig. Ich esse Hirn. Was liegt an? Okay, also so viel ist es nicht bei den Ghoulen. Versuchen was wir nochmal Arthas zum Ausrasten zu bringen. Jetzt hier in Vorsicht. Seiner Todesritter gestellt. Sprecht, Dummkopf. Ich glaube, der hat auch nicht viel gemacht. Ich war ein Narr, auf das Licht zu vertrauen. Na, okay. Der Lichtkönig hat mir wahre Macht gegeben. Nicht lustig. Ich werde ein besserer König sein, als es mein Vater je war. Mhm. Lordaeron wird wieder auferstehen. Diese Dunkelheit, was ist damit? Niemand erteilt mir Befehle. Ja, gut, okay. Sprecht, das war's dann auch schon, also... Frostmourne hat Hunger. Kann man jetzt auch nicht viel erwarten. Also, so wichtig wie die Menschen sind sie nicht bis jetzt. Befehle. Das ist schon besser. So, dann schauen wir jetzt mal. Hier haben wir erstmal zwei Footmans, einen unausgebauten Turm. Wir kloppen jetzt erstmal den unausgebauten Turm nieder. Mit den Katapulten geht das natürlich ziemlich schnell. Die nennen was sich übrigens einen untoten Fleischwagen. Das sind eigentlich einfach nur Katapulte. So, endlich. Und dann metzen wir mal die beiden Footies hier nieder. Das wird bei jetzt auch nicht schwierig werden. Die kloppen auch mal ziemlich schnell aus ihren fetten Rüstungen raus. Ein Blechschädel. Was ist das diesmal? Super Sache, da ist es schon alles passiert. Jetzt lassen wir unsere Ghouls mal noch schnell die Leichen fressen, dass sie auch mal ihre AP gleich wieder voll kriegen. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Gut, schauen wir schon mal weiter. Was uns hier als nächstes erwartet. Arthas, beendet diesen Wahnsinn, ehe es zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder. Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. Ja, da war jetzt gerade ein Paladin, der hat zwar gesprochen wie der User, ich glaube, das war der aber nicht. Hier werden uns mehrere Paladine entgegentreten, die mit der Zeit immer stärker werden. Ich glaube, der erste ist Stufe 2, der uns jetzt entgegentreten wird, da kriegt man noch relativ schnell kaputt. Allerdings haben wir leider auch nur diese Guts und Fleischwagen zur Verfügung. Das ist natürlich ein bisschen, naja, nicht die optimale Armee, sag ich mal. Da man hier auch das Ghoul Harrising noch nicht ausbauen kann, sind die Guts auch nicht besonders stark. Gut, die Türme haben wir dann mal niedergemetzelt. Jetzt hauen wir mal noch die Bauernhöfe hier weg. Das sollte auch nicht lange dauern mit unseren Katapulten. Na, oder vielleicht doch. Komm, Jungs, streckt euch mal ein bisschen an hier. Haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Niemand erteilt so, mir Befehle. Guck mal, jetzt haben wir hier eine 4er Footman-Armee. Naja, das ist auch noch nicht sonderlich wild. Die muss ich ziemlich schnell kaputt geklappt kriegen. Er hat gerade der Kanonenturm auf seine eigenen Leute geschossen. Wunderbar. Was ist das diesmal? So, schauen wir mal, wie verläuft der Kampf. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Der Schaden verteilt sich auf zwei Ghouls, das ist sehr gut. Niemand erteilt mir Befehle. Also so heilen wir den einen einfach mal. Den zweiten lassen wir jetzt mal rauslaufen. Der kann dann hier gleich den hier fallenden Footy fressen. Recht, Dummkopf. Okay, er schafft das nicht. Jetzt konzentrieren sie sich doch wieder ziemlich stark auf ihn.
Also die KI bei Warcraft 3 mal gar nicht so blöde. Was ist das diesmal? Gut, okay, den Kampf haben wir gewonnen. Die restlichen Footmans lassen wir dann auch mal wegspachteln von unseren Grills. Vorsicht. Ja, nu, ist ja schon voll. Das auch. Ja, niemand erteilt mir Befehle. Hier geht fressen, die Idioten, oder wenigstens hier Scheiße. Gut, dann ziehen wir mal unsere Fleischwagen vor. Dann metzeln wir die beiden Türme nieder und dahinter wartet dann, glaube ich, schon dieser miese Paladin auf uns. So, den Kanonenturm haben wir. Machen wir noch schnell diesen, wie heißen die überhaupt nochmal genau? Achso, ja, Wachturm heißen die dann einfach nur, wenn die bloß mit Pfeilen schießen. Das hat sich dann auch erledigt. Jetzt müssen wir natürlich noch darauf warten, dass die Fleischwagen hier die Höfe der Menschen noch kaputt machen, weil es ist ein bisschen doof, wenn man im Kampf steht. Und währenddessen lässt man die Fleischwagen von hinten reinschießen, weil wenn die jetzt nicht gerade auf Gebäude schießen, dann treffen die auch unsere eigenen Einheiten. Die machen so einen kleinen AOE-Effekt dann in diesem Moment. Also ich sag mal, bei unseren Guts ist das nicht sonderlich optimal, wenn da drei Fleischwagen von hinten reinschießen. Also das macht die schneller kaputt, als man gucken kann. Von daher, damit nichts passieren kann, hau ich jetzt erstmal hier die Gehöfe weg, ziehe den Paladin mit seiner Armee dann hier raus und werde dann versuchen, mehr oder weniger Arthas in die Front zu stellen, dass der komplette Schaden erstmal nur auf Arthas geht. Da der Paladin ja doch, naja, mit seinen Viechern doch ein bisschen Heavy Mortal Schaden verursachen kann. Gucken wir mal, ob das alles klappt jetzt hier. Endlich. Alle Macht der Geißel. So, wunderbar. Die Konzentration ist jetzt auf Arthas. Ich hoffe, sie bleibt auch so. Ich werde mich jetzt versuchen, auf den Paladin zu konzentrieren. Erstmal einen totalen Fokus auf ihn zu machen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Ja, also mein Fokus hat funktioniert. Allerdings, die Menschen jetzt gar nicht blöde, haben sich jetzt hier einfach mal vom Schaden her etwas verteilt auf meine Gutsonne drauf. Gut, den Paladin hat es jetzt zerlegt. Das muss ich mein Gut hier rausnehmen. Je mehr Guts ihr in diesem Kampf hier behaltet, je mehr Guts hat ihr zum Start der zweiten Phase dieser Mission. Okay, den einen hat es jetzt zerledert, da konnte ich jetzt leider nicht viel machen. So, der Kollege, der kann ihn nochmal fressen. Arthas ist denn auch out of Mana. Okay, den zweiten Guten hat er auch noch gekriegt. Ich sollte jetzt vielleicht mal langsam anfangen, hier ein bisschen zu fokussen. Also noch einen Gut zu verlieren, wir jetzt echt einen Noob verlieren. Gut, den haben wir raus. Fokussen wir mal den zweiten Footy hier noch. Ah, netterweise hat der Paladin uns auch noch eine Rolle der Heilung liegen lassen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt für eine Gulomé. Dann können wir richtig schnell richtig viel HP auf einen Schlag heilen. Also das kann ich übel enden. So, den hässlichen Footy hat es auch vernichtet. Wir schicken jetzt einfach mal unsere Katapulte auf die Kaserne, wo es nicht nötig ist. Aber so ein bisschen Zerstörung sinnlos ist ja auch nicht verkehrt. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, in den Kisten scheint überhaupt nichts drin zu sein. Gucken wir hier nochmal. Nee, Alete. Das ist schon besser. Dann schauen wir erstmal, dass wir den K2Z hier wieder belebt kriegen. K2Z. Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt so lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbruns der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. Alles klar, wie ihr es eben gerade mitbekommen habt, wir müssen den K2-Sack hier wegtransportieren, nur leider ist er schon ein bisschen dolle zerknöchelt, also zerstaubt oder wie auch immer. Wenn untote Gebäude herbeigerufen werden, ist die Leiche nicht im Top-Zustand. Gebäude können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden. Die einzige Ausnahme hier macht die Nekropole. Ja, alles klar, erklärbar. Vorsicht. Ja, im guten Zustand ist er nicht. Wir brauchen also eine spezielle Urne jetzt von den Paladinen, um den transportieren zu können, damit er nicht auseinanderfällt während des Transports. Die Untoten müssen eine Goldmine verhexen, bevor der Akolyt mit dem Goldabbau beginnen kann. Ja, alles klar, Kollege. Was habe ich hier gemacht, du Feldrödel? Niemand erteilt mir Befehle.
So, okay. Also, wir müssen uns hier jetzt in Ordnung suchen. Befinden tut die sich hier. Da ist auch ein alter Bekannter, der sie beschützen tut. Und der wird mal gar nicht so leicht zu knacken sein. Das sehen wir dann natürlich später. Und jetzt müssen wir uns natürlich erstmal unsere Basis aufbauen. Die Untoten können nicht überall bauen. Nur die Nekropole kann überall gestellt werden. Und halt, wie gesagt, die fake Goldmine kann einfach so auf einer Goldmine dann gestellt werden. Allerdings, wenn ihr andere Gebäude bauen wollt, bei den Untoten, müsst ihr auch verderbtes Land bauen. Verderben tut natürlich die Nekropole und diese Goldmine dann das Land. Und da müssen wir jetzt erstmal drauf warten, bevor wir dann weitere Gebäude ziehen können. Eine kleine Besonderheit bei den Untoten ist auch noch, wunderbar, die Nekropole steht. Können wir gleich mal ein paar Ziggurats noch hochziehen. Mit Vorsicht auch bei dem Sitzen der Ziggurats bei den Untoten. Ey, halt's Maul! Stehen, werden sie schneller regeneriert. Erteilt mir Befehle. Euer Befehl, Meister. Also ich sag Vorsicht beim Stehen der Ziggurats bei den Untoten. Eure Ziggurats sind gleichzeitig eure Türme. Also stellt sie ungefähr an die Front rein, sodass ihr euch eine gute Turmfront auch ausbauen könnt. So, dann zurück zu der Besonderheit der Untoten. Bei den Untoten hatten die Ghouls das Holz. Also man hat hier keine, also die Akolyten tun keinen Holzhacken, die stellen sich wirklich nur dämlich hier um die Goldmine und beschwören irgendwelche Gebäude. Das müssen hier wirklich die Ghouls für die tun, die sind allerdings ziemlich schnelle und gute Holzhacker, also es geht recht fix mit denen. Wo soll mein Blut vergossen und dann ist auch noch eine Besonderheit bei den Untoten, dass die nicht stehen bleiben müssen bei dem Bau ihrer Gebäude. Man kann die setzen, dann werden die beschworen, der kann dann wieder abhauen. Herbeigerufen, versorgt er die untote Armee mit frischen Kadavern. Ja, jetzt halt die Schnauze. Und wie gesagt, die können sich dann wieder verpissen, das Gebäude wird dann ganz cool gebaut. Alles schön chillig, alles nett. Hat Vorteile, hat Nachteile im Endeffekt. Schön ist es auch, die Untoten können sogar ihre Gebäude wieder verkaufen. Wenn ihr merkt, eure Basis könnt ihr nicht halten, verkauft ihr einfach eure Gebäude wieder. Holt damit noch ein bisschen Geld raus und versucht dann natürlich den Base Trade. Wenn er es schafft. Und wenn er es nicht schafft, versucht man natürlich irgendwo versteckt in der Karte vielleicht nochmal eine Basis aufzubauen und auch so einen kleinen. Tja. Wie soll ich das jetzt sagen? Wie soll man das jetzt nennen? Mir liegt da jetzt ein Wort auf der Zunge, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ja, so ein kleines Comeback, sagen wir es einfach mal so. Gut. 412 Gold haben wir jetzt hier. Jetzt warten wir kurz darauf, dass unsere Grüfte fertig werden. Die Grüfte übrigens sind die Standardgebäude der Untoten, um erstmal Einheiten zu ziehen. Da können wir bis jetzt nur Ghouls leider drinnen bauen. Mein Leben für Ner'zhul. Mein Ghouls schlagen oftmals Holz für die untote Armee. Ja, ja sicher, das machen sie hier schon die ganze Zeit, du Trottel, ja, doch. Aber ich will mal Scheiße für die schon weh ist. Los, schaut euch weg hier, der will hier bauen. Die Beschwörung muss abgeschlossen werden. So, unsere beiden Grüfte sind jetzt fertig. Jetzt ziehen wir uns erstmal so schnell wie es geht noch ein paar Gude raus. Bei 140 bauen wir uns dann noch ein Ziggurat. So, jetzt. Es ist mehr Gold erforderlich. Halt die Schnauze. Na okay. Bei Reign of Chaos kostet das Ziggurat dann 160. Alles klar. Wie gesagt, ich bin TFT verwöhnt, das muss ein bisschen entschuldigen. So, ziehen wir uns noch ein Gude. Ach ne, kostet 140. Alles klar. So, komm. Unser Friedhof ist noch auch bald fertig. Das Friedhof ist dann übrigens das Subli-Gebäude der Untoten. Da tun die Ghouls, wie jetzt in dem Sägewerk der Menschen, ihr Holz hinbringen. Und gleichzeitig kann man da, wie in der Spiele der Menschen, seine Ghouls und. Also bei den Untoten geht es nur zwischen. Wie waren das? Bestienverbesserung und Monstrositätenverbesserung. Irgendwie so komisch. Also einerseits verbessert man die Ghouls. Monstrositäten hat man nicht gesehen. Und andererseits tut man halt die. Jegliche Bestien, die man halt, was jetzt hier. Ja, der Unwern oder die Frostdrachen oder die Gargoyles in der Richtung dann halt. Aber das sehen wir alles noch im Laufe der Kampagne hier und das werde ich dann also nochmal separat erklären, wenn es soweit ist. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist das? Warum ist hier nur eine Gruft auf hier? Es ist auch nicht mir Befehle. Gut, lassen wir sie unsere Ghouls jetzt fressen, müssen erstmal fressen. Der Rest geht noch Holz hacken. Wenn ich dann eine komplette Armee voll habe. Jetzt machen wir hier drei und hier unten nur einen, das ist natürlich nicht optimal. Wenn ich dann eine komplette Armee Ghouls voll habe, dann. Vorsicht. So wie es jetzt gerade haben, werden wir erstmal nach hier unten gehen. Hier steht nämlich ein riesiger Golem, der droppt ein ziemlich geiles Item, das müssen wir uns definitiv holen. So, jetzt ist es soweit. Machen wir gleich mal noch einen kleinen Ausbau für unsere Ghouls, dass sie mal ein bisschen stärker werden. Ja, was steht der Kollege hier rum, Alter? Schon so ein Hartz-IV-Empfänger, oder was mach ich hier hin, Alter, Junge? Sieh zu, dass du arbeitest. Vorsicht. Steht hier auch
wieder nur dämlich rum, Alter. Das ist Holzhackenwind. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Was so, da haben wir noch schon die ersten Golems. Die ersten sind, glaube ich, nur die Stufe 6 Golems. Die kriegen wir also noch relativ schnell kaputt. Wir greifen jetzt hier gleichzeitig 2 an. Das ist nicht ganz so optimal. Aber okay, wir haben es überleben. Schade bei den Golems ist natürlich, unsere Ghouls können die nicht fressen. Und zerfallen ja nur zu kleinen Steinbröseln. Blöden Viecher. Das hätte fast ein Ghoul von mir zermetzelt. Da habe ich noch ein bisschen Schweine gehabt. Was man hier auch ziemlich gut machen kann: eingeschlagene Ghouls schickt sie zurück. Nehmt sie raus aus eurer Einheit, nehmt euch einfach einen neuen Ghoul von oben und der kommt dann mit runter. Naja, muss ich auch wirklich jetzt zusehen, wir dürfen nicht zu viel Energie verbraten. Ich brauche ziemlich viel Energie für den großen Ghoul, der dann nachher gleich. Dass ich wenigstens ein paar Ghouls geheilt bekomme, das wäre natürlich richtig viele verrecken. Das lässt sich gar nicht vermeiden, da der auch einen AOE-Effekt hat. Jetzt, oh, da ist er jetzt auch Angriff hier. Bevor ich jetzt Ziggurats baue, muss ich erstmal das hier managen. Endlich. So, kommt Leute, lass mal hier den Atlas mit draufklopfen, der macht mehr Schaden hier. Okay. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Also das ist echt schon ziemlich heftig. Man kann hier stehen, weil sie seine Guts gar nicht so schnell vom Kampf ausnehmen, wie der Typ zuschlagen tut. Aber ich denke mal, es sieht ganz gut aus. Wunderbar, den haben wir zerschlagen. Er hat uns einen Energieanhänger gedroppt. Oh, jetzt wird gerade mal wieder unsere Basis angegriffen. Ich hatte zusätzlich auch noch vergessen, jetzt leider meine Türme auszubauen, was eigentlich noch getan werden sollte. Jetzt sagt auch noch zu wenig Kohle dazu. Meine Güte, ist das scheiße, ey. So, die Ghoul-Armee mal wieder aufhören und den Ruffy auf die Footies. Die haben wir ja wohl noch kaputt kriegen hier hinten. Das ist schon besser. Niemand erteilt ja, nicht mal in die Ghoul angreifen, seid ihr wahnsinnig? Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Leutchen, wie lange dauert es denn noch, bis ihr mal so ein paar Footies feilt, ey? Junge, seid ihr mal am Arsch? Jetzt haut ihr mir auch noch einen Mühe weg, ich fass es nicht. Boah, warte mal ein bisschen schneller, Goethe B. Was ist das diesmal? Naja, es geht Niemand doch. Erteilt mir Befehle. So, alle Gutzimmer zum Fraß, das ist auch wieder voll werden. Der Rest kann hier weiter in Holz zeugen, obwohl es sinnlos ist. Hier haben schon 2128 Holzwerk, das ist echt heavy bei den Viechern. Na okay, dann bauen wir uns jetzt noch 2 Geistertürme aus, nur zur Sicherheit. Nötig haben wir es eigentlich nicht. Der Rest kann ja auch hier wieder ein bisschen Holz hacken gehen. Und dann, da jetzt ja das letzte Upgrade der Guts gleich getan ist, warst du das hier nicht blockieren, schade ich hier hoch, bauen wir uns eigentlich vom Prinzip her 2 volle Armeen der Guts auf. Was ist das und versuchen denn damit, das Menschendorf hier oben zu stürmen. Das wird wieder lustig, da gibt es wieder ein paar Bauern, die kriegen ordentlich eine Fresse. Ich hoffe jedenfalls. Ja, doch, da gibt es Bauern, da können wir Bauern fahren. Ja, doch. Das passt schon, das kriegen wir schon hin. Da gibt es auch wieder ein paar dumme Paladine, die Wunderglomen, wer sie sind, hier mal richtig schön aufs Maul kriegen. So, schau mal, was haben wir jetzt schon da im Material? Ah, endlich. Endlich. Das ist schon besser. Ach, und damit sich niemand beschweren kann, lassen wir jetzt die Akolyten nochmal ausrasten. Euer Befehl, Meister? Mein Leben für Ner'zhul. Dies ist die Stunde der Geißel. Der Tod soll die Welt säubern. Oh ja. Ich sehe nur Schwärze. Oh, ich hab die Kapuze unten. Lasst Blut die Schwachen ertränken. Mein Leben für Ajur. Ich meine, Ner'zhul. Ich beuge mich okay. Das war's denn auch? Ey, warum klappt das hier nicht, dass sie gleichzeitig in den beiden scheiß Grüften hier bauen? Das gibt's doch gar nicht. So, was haben wir jetzt schon? Eine zweiten Armee, 4. Sogar mal 4 Guts, die wir noch über haben. Jetzt 5. Okay, das dauert ja noch ein Weilchen, bis wir 2 Ghoul-Armeen voll haben. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, da müsst ihr etwas warten. Was ist das diesmal? Aber ich kann es auch einfach mal versuchen, nur mit einer Armee Niemand anzugreifen. Erteilt mir Befehle. Also, sei es mit anderthalb. Unsere Streitkräfte werden angegriffen, Dummkopf. Vorsicht. So, jetzt haben wir hier einen erneuten Angriff von diesen dämlichen Menschen. Endlich. Die locken wir jetzt natürlich erstmal schön in unsere Türme rein. Die machen auch ordentlich Schaden, 27, 32 Stichschaden, das fetzt schon mal. So, und der Ghoul hier raus, der kann das Futter gehen. Ja, jetzt klappt das auch schön. Die fallen wie die fliegen. Ich glaube, ich sag, wie die fliegen. Wunderbar.
Endlich. So, jetzt können wir auch schön schnabulieren. Gold erforderlich. Was ist es diesmal? Muss spachteln. Schade. So. Das Holz ist dann mal weg. Mehr gibt's hier nicht mehr. So, schönes Ding. Deswegen muss die Katapulte nochmal, die packen wir auf 3. Zwei Gulermehlen, dazu die Katapulte und jetzt geht's los. Menschenkloppen. Kann ich das Schaf mal wieder explodieren lassen? Naja, komm her, Schäfchen, komm her. Bäm. Dämliches Mistvieh. Niemand erteilt mir Befehle. Gut, unsere Fleischwagen brauchen immer wieder eine Weile, bis sie hier oben sind. Ah, das ist schon die ersten Bauern. Die kriegen schön auf den Sack gleich. Was so, denn Angriff. Alles, was da ist. Verhaut sie, die Hunde. Ja, warte, nu, warum greifen die nicht an? Ja, haben wir jetzt einfach noch einen Paladin. Das, der Hund, der haut sich schon in seine Angstblase rein. Das gibt's aber gar nicht, sowas. Ist unbegreiflich, wie Uta für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen, als ihr eure über Bord geworfen habt. Ihr verdient einen grausamen Tod. Ah ja, das haben so viele schon gesagt. Ihr baut doch immer den selben Stress. Ich glaube, das ist auf meinem Disco. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist das diesmal? Oh, bis jetzt die feinen Menschen. Die hacken hier hoch auf meine Fleischwagen ein. Ey, was soll denn das? Lass doch mal meine Fleischwagen in Ruhe, ihr Arschlöcher. Weg, weg, weg. Lass mich durch. Oh, und jetzt hier Feuer auf die scheiß Kaserne. Vorsicht. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Boah, der Paladin steckt jetzt wieder in seiner Angstblase drin. Das nervt doch ein bisschen irgendwie die Scheiße. Niemand erteilt mir Befehle. Mein Enkel da drin kloppt auf meine Ruhe, es fühlt sich cool. Ach, verrecke, du Hund. Boah, der hat echt nur geschafft, einen zu killen. Das blöde Arschloch, ey. Aber okay, dafür ist, ihre Kaserne jetzt erstmal down. Es kommt ein kleiner Gegenangriff, den werden wir mal ganz schnell niederschlagen. Die Katapulte hier raus. Ja, ich bin noch dabei. Na gut, der Gut ist mir jetzt verreckt, das ist mir auch scheißegal. Wir ziehen jetzt hier ziemlich schnell. Ja, da kommt der Modus auch raus, wir haben nicht so viel Kohle, ich kann doch nicht so schnell verrecken lassen. Was ist das diesmal? Ja, ist doch gut. Wo soll mein Blut vergossen werden? Niemand erteilt mir Befehle. Gut, jetzt kommen auch noch ein paar Ritter, die uns Maul sehen. Das sollen sie kriegen, für die haben wir auch noch was hier. Vorsicht. Welche Boots müssen jetzt hier erstmal raus? Das ist einfach mal hier alles, was angeschlagen ist. Wir lassen hier noch eine Leichenlinie hier rum, das sollte ja hinreichen. Schönes Ding, den ersten Ritter hat zerledert. Da kommt jetzt aber mal ihm ein Footman zu Hilfe, der wird ihm aber auch nicht viel helfen können. Der kriegt gleich erstmal das Riesenschlopf von Arthas in die Schnute. Sprecht, Dummkopf. Kommt hier, alle fressen, volle Armee, das brauchen wir. So, währenddessen war ich natürlich auch fleißig und habe mir hier noch ein paar Gulisten nachgepusht. Können jetzt auch mal schön nachrücken, meine Fleischwagen können wir langsam nachrücken. So, du kommst noch in die zweite Armee mit rein, ja, das kann hier oben mal jetzt sein. So, gucken wir mal durch hier. Sprecht, Dummkopf. Ich glaube, hier unten steht dann auch noch eine kleine Basis von den Menschen. Was ich weiß es auch nicht genau. Niemand erteilt mir Befehle. Die Alte sieht gar nicht so schlecht aus. Vorsicht. Und weg. Na gut. Sprecht, Dummkopf. So. Wir laufen einfach mal hier unten lang. Schauen wir noch mal, was es hier noch in den Kisten gibt. Wo stehen sie hier komplett umsonst? Ja, die stehen komplett umsonst, die kann man sich sparen. Was ist das diesmal? Gut, dann dackeln wir mal über den Marktplatz und dann gucken wir mal, was uns hier drüben erwartet. Niemand erteilt. Möge das Licht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uta das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Was ist das diesmal? Gut, wie ein schönes Geschwafel von den Paladin. Oh, jetzt brauche ich aber hier meine Fleischwagen, den Turm, den müssen wir mal schnell aus dem Weg räumen. Da sitzen die Wächter mich hier ein bisschen weg. Mensch, kommt mal aus dem Arsch hier halt, Junge. Stehen da hinten rum und fahren sich fast selber über den Haufen. Vollidioten. Was ist das diesmal? Oh. Na okay. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Ah, der
Alter, der haut mir jetzt hier ein Brot. Ja, und die Elemente und meine Fleischwagen. Ich sag mal, seid ihr wahnsinnig? Was will denn nur für die Fleischwagen hier Arschlöcher? So, jetzt muss ich schon mal wieder ein paar Gutes gleich mal nachziehen. Recht, Dummkopf. Ansonsten wird unsere Armee ein bisschen dünn mit der Zeit. Niemand erteilt mir Befehle. Was haben wir jetzt denn noch hier? Ja, weil die zweite Armee haben wir damit den Augen gefüllt. Wunderbar, es klappt ja alles super. Ich denke mal, das wird eine ziemlich erfolgreiche Mission hier für uns. Niemand erteilt mir Befehle. Oh ja, Katapulte hier oben drauf die Kaserne, dass sie nicht weiterhin die dämlichen Footies ständig nachziehen. Das geht ja irgendwann auf den Sack. Hey. Mann, kill den. Nervig. Geht doch. Schön rüber mit dem Knochen in die Fleisch, drin in die olle Hütte. Niemand erteilt mir Befehle. So, schönes Ding, die Bauernhöfe haben wir denn auch gleich mal zerstört. Super Sache, das war's dann mit denen. Sprecht, Dummkopf. Und dann geht's weiter nach hier unten. Es gibt hier noch ein kleines Easter Egg. Das ist allerdings total arschlos. Da seht ihr einfach bloß diesen hässlichen Schreckenslord, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mein Garn ist es nicht. Ach, Tichidras, was weiß ich, wie der Typ heißt, keine Ahnung, Captain Eierlos, wie auch immer. Und der steht hier und lässt ein paar Bauern einschlafen und, ja, was weiß ich, verpasst den Herzinfarkt, die Wölfer Insel, alles nichts Besonderes, totaler Schwachsinn, müssen wir uns jetzt hier nicht mit aufhalten. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie... dramatisch, Uther. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. So, schönes Ding, wie jetzt unschwer zu erkennen ist, ist das hier der User Lichtbringer, der uns jetzt hier entgegentritt, also unser ehemaliger Mentor, der übelste Prolet und Presser. Das war jetzt wieder richtig geil, jetzt habe ich die Fleisch hier halt. Der Typ, der haut auch ganz schön drin, wie gesagt, ist ja auch Stufe 10, also muss man schon mal echt Respekt vor haben. Ich werde jetzt mal versuchen, als erstes hier seine Ritter hier zu machen. Der spielt sich ja auch mit seiner Mana oben alle auf, aber jede Menge darf man nicht. So, die Ritter sind dann down. Jetzt greifen meine Grüße hier blöderweise diese unbemannten Pferde ein. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Niemand erteilt mir Befehle. Ah. Was ist das? Schönes Ding. Niemand. Naja, gut, was weiß ich. Ich habe jetzt gerade ein bisschen verkackt hier mit der Belebung meiner Einheiten. Bin da wohl mit dem Finger ein bisschen rübergerutscht. Aber es stört alles nicht mehr. Der User ist gleich hops. Und zwar genau jetzt. Damit hat sich die Sache. Dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, ja. Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uther. Ich habe vor, ewig zu leben. Schönes Ding. Uther ist umgekippt. Oh, sind wir tausend. Hauen wir weg. Ach, schmeißen wir den Heiltrank hier weg. So ein Witz ist das direkt einfach nie, Mensch. So, und den Herr mit der Urne. Niemand erteilt mir Befehle. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Was erwartet es in der nächsten Folge von Warcraft 3? Wir sind live dabei bei einem Treffen der Schreckenlords, dass er uns etwas mehr Einsicht in die wahre Absicht von ihnen gibt. Der hat eine Maus zertreten. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimon verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seine neuen Helden hegt. Arthas begibt sich auf dem Weg zum heiligen Schrein der Elfen, unseren durchsichtigen Kumpel Kel'Thuzad wieder zu beleben. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen
im Hinterhalt. Doch der Weg zu den Elfen ist nicht einfach. Wir müssen Bäume fällen, jede Menge Elfen vermöbeln, eine Basis bauen und das alles nur, um an dieser Tür zu klopfen. Also Freunde, wie ihr seht, es lohnt sich mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!